Hallo und schönen guten Tag, Abend, Morgen, Mittag, Abend. Ich weiß es gar nicht, was es so für die Tageszeit noch gibt. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Heute mit dem E50, gespielt von Oberjedi. Oberjedi ist auch nicht so das erste Mal auf meinem Kanal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also vielen Dank für dieses Video mit dem E50. E50 deutscher Stahl, also von dem her definitiv Potenzial für ein gutes Ründchen. Und viel Schaden. Ja, Top-Tier ist er hier. 9er, 8er, 7er Gefecht. Das sieht man natürlich besonders gern. Das muss man natürlich schon dazu sagen. Also ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh nee, als Top-Tier will ich nicht. Ich gehe wieder raus. Sondern man denkt so, yeah, endlich! Keine Scheiß-Adis mehr, Top-Tier, ich geb's euch allen. Und dann fährt man erste Reihe und ist tot. Also so geht mir das häufig. Also von dem her mal schauen, wie es der Oberjedi jetzt hier macht. Ich hoffe doch ein bisschen besser als ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Auf jeden Fall ist er hier direkt schon am Gas, dass er hier gleich die 9er-0er-Linie runterfährt. Normalerweise ist das erst was, ja, so schnell macht man es normalerweise nicht. Also schön. Wie gesagt, ich mag ja, wenn die Leute offensiv spielen. Dieses Gekämpfe ist gar nicht meins. Und umso schöner, wenn das jetzt hier passiert. Und der 1390 ist jetzt auf der Flucht. Oh, toller Hit. In der Bewegung, in vollster Geschwindigkeit vom 1390. Da muss man erstmal treffen. Sehr nice. Jetzt hat er hier den T30, das ist natürlich auch noch ein bisschen eine Aufgabe. Aber auch da sieht man, dass er gut aimen kann. So minimal, dass er noch auf die Wanne kommen konnte. Und dann musste er ja auch schnell machen. So, der wiederum ist nicht so schwer, den hätte auch ich geschafft. So, jetzt wurde da. Oh Gott, 1357F wurde da vom Tiger zerstört, der da hinten steht. So, aber kein Problem. Da kommt er jetzt super drauf. Der Tiger steht da jetzt. Er bewegt sich hier. Ja, da sieht man ganz klar. Er spielt hier seinen Skill aus. Bewegt sich hier, steht hier schön. Und der Tiger macht das Gegenteil davon. Also er gibt ihm hier kaum die Chance, ihn zu treffen. Und das, obwohl er ja hier einen mittleren Panzer spielt. Also er ist ja jetzt kein Heavy, sondern er spielt hier ein Medium. Aber guckt es mal unten an. Bis jetzt nur Abpraller. Er macht es sensationell. Und jetzt Frontplatte vom Jagdtiger kommt da gut drauf. Der zieht sich jetzt, wollte sich ein bisschen zurückziehen, macht jetzt doch nicht mehr. Deswegen wieder vorne drauf. Hat noch 453 Hitpoints am Start. Vielleicht jetzt der Kill. Nee. Einen riesigen Highroll hätte er gebraucht. Aber mit dem nächsten Schuss, da kann er es dann wegmachen. Nein! Der letzte, der ganz typisch, der letzte geht dann nicht mehr. Und der Jagdtiger durfte jetzt auch noch einmal Schaden machen, bevor er dann zerstört worden ist. Nun ist die Seite soweit wohl clear. Na gut, der 1390 haut da ab und auch da schöner Hit, wenn der auch sehr knapp war. Aber jetzt fährt er hier dem Gegner in den Rücken. Sein Team zieht danach, also jetzt haben sie den Gegner gleich hier festgenagelt. Und jetzt da den Hit vom IS-2 bekommen. IS-2 guckt er immer noch, bekommt aber auch gleich nochmal den Nachschuss. Also selbst wenn der Gegner trifft, dann kriegt er die Chance darauf, nochmal einmal nachzusetzen. So, der IS-2, der ist jetzt im Reload, der hat vielleicht sogar schon genug. Na, der Blindshot, ob der geklappt hat, ist natürlich fraglich.
Und jetzt, ah, da sieht man, das war dann doch ein Stück arg weit weg. Aber er hat jetzt hier, obwohl er jetzt sehr offen tendenziell stünde, die Chance gut zu wirken. Aber jetzt muss er aufpassen. T-51-1 Autoloader hat ihn da jetzt aufs Korn genommen. Einen Hit hat er schon. Den zweiten will man sich definitiv ersparen. So, und jetzt will er da drüben auf die anderen Jungs draufkommen. Schafft es aber nicht. Das heißt, er konzentriert sich wieder erstmal Richtung Burg. Bekommt aber auch noch niemand rein. Naja, also er hat jetzt gerade so ein bisschen Pech, dass die Leute so stehen, dass er einfach nichts davon bekommt. 4900 Schaden, erst einen Kill. Bisschen traurig. Aber jetzt endlich, da kriegt er noch einen Kill. Sehr gut. So, 11 zu 8 steht's. Das schaut zumindest in der Theorie sehr gut aus. Und der nächste Kill, den er nicht bekommt. Oh, T54 noch rappelst voll. Ah, schön aufs Helmchen. Aber der wird wahrscheinlich gerade voll geladen sein. Nochmal ein Hit. Der T54, der achtet jetzt nur auf den T54. Und jetzt rammt er hin. Oh, schöner Schaden. Ja, der macht also... Rammen kann das Ding. Sensationell. So, ein Hit kann er sogar noch vertragen. Oh, da komm, wer kommt denn da von hinten? Komm, Ramin. Ramin, bitte. Ja, wie schön doof bist du denn? Wie doof. Ja, nice. So. Und damit sind alle Gegner zerstört. Er hat 7885 Schaden gemacht. Nur 4 Kills, aber die beiden RAM-Attacken am Ende waren wieder mal typisch für diesen Panzer. Ja, coole Nummer. Hat mir gefallen. Deutscher Stahl rockt einfach. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.